majestätisch, wunderschön und trotzdem irgendwie meh. Ich würde sagen, das beschreibt das Apple iPhone 12 Pro Max am besten. Na gut, ein bisschen mehr will ich schon darüber sagen. In der Box finden wir unspektakulär wenig. Vorbei die Zeiten mit Kopfhörern, Adaptern oder sogar Ladekabeln. Für die Umwelt, versteht sich natürlich. Ja, dann gehe ich halt in den nächstbesten Laden und kaufe meinen extra verpackten Dongle. Das aktuell größte iPhone ist ein Stück Technik, was sehr, sehr viel Kontroversität mit sich bringt. Es beginnt schon beim Design. Es erinnert mich ein bisschen an schöne Schuhe, die aber irgendwie eine halbe Nummer zu klein sind. Erstmal faszinierend, bis man sie länger trägt. Genauso ist es beim iPhone auch. Es sieht umwerfend aus, hinterlässt aber durch das scharfe Design eine Druckstelle in der Hand. Ergonomisch ist es auf jeden Fall anders. Allgemein ist es mit seinen Abmessungen und 226 Gramm Gewicht ein ganz schöner Brocken, was aber auch ein Stück weit zur Wertigkeit beiträgt, auch wenn man jetzt einen Gürtel braucht. Hinten ist das Gerät geschützt durch eine herrlich matte Glasplatte, die sich mega gut anfühlt. Umgeben wird sie von einem extrem hochglänzenden Edelstahlrahmen, den man am besten gar nicht erst anfasst. Während er nämlich fast wie ein Schmuckstück aussieht und sich auch so anfühlt, ist er ein absoluter Traum für die Spurensuche vom Dorf. Fingerabdrücke sind hier nämlich so klar und deutlich zu erkennen, wie kaum auf einer anderen Oberfläche. In diesem Rahmen sitzen dann noch perfekt verarbeitete Lautstärke- und Power-Buttons sowie der Mute-Switch. Vorn besitzt das Smartphone dann eine Glasplatte, die auf den Namen Ceramic Shield hört, die gemeinsam mit Corning entwickelt wurde und besonders hart sein soll. Es kommt auch gut hin, Gebrauchsspuren hat mein 12 Pro Max nämlich noch nicht bekommen. Zudem ist das Gerät auch noch nach IP68 wasser- und staubdicht, wodurch das robuste Auftreten unterstützt wird. Unter dieser Panzerhaut liegt das 6,7 Zoll große Display. Und wer hätte es anders erwartet? Das ist oberste Klasse. Von der Schärfe, Kontrast, Farbverhalten bis zur Helligkeit. Alle Attribute stimmen. Alle Attribute? Nein. Ein kleiner Punkt namens Bildschirmwiederholrate hört nicht auf, dem sonst perfekten Display seit Jahren einen Dämpfer zu geben. Während andere Hersteller diese absolut traumhaft flüssigen 90 oder 120 Hz Displays schon seit Jahren verbauen, hat es Apple immer noch nicht geschafft, selbst im größten Pro-Modell eins einzubauen. Dafür haben wir True Tone mit an Bord. Yeah. Angetrieben wird das 12 Pro Max vom Apple A14 Chip. Ich glaube, dazu brauche ich nichts zu sagen. Das Teil zwingt man nicht in die Knie, es ist höllisch schnell und dabei auch noch ziemlich effizient. Unterstützt wird es von 6 GB RAM und 128, 256 oder 512 GB Speicher. Besonders hervorzuheben sind auch noch der absolut taktile Vibrationsmotor, hier Haptic Engine genannt, sowie die sehr, sehr guten Stereo-Lautsprecher, die eine erstaunliche Tiefe hervorbringen. Dabei werden sie auch noch sehr laut und fangen selbst bei 100% Lautstärke kaum an zu scheppern. Der Ton kommt hierbei zu 2/3 aus dem unteren Lautsprecher und zu 1/3 aus der Hörermuschel. Mindestens genauso gut finden wir noch weiter unten den Lightning-Anschluss. Spaß, das Teil mag niemand. iOS 14 ist, Überraschung, wie immer. Sieht aus wie immer, ist aber auch so gut wie immer. Super flüssig, intuitiv und vermittelt einen sehr hochwertigen Eindruck. Das gilt übrigens auch für die Apps. Diese sind leider, wie ich finde, oftmals hochwertiger und besser programmiert als ihre Android-Ableger. In diesem Monster von Telefon steckt auch ein Monster-Akku. Zwar nicht mehr so ausdauernd wie der vom 11 Pro Max, aber trotzdem noch vollkommen ausreichend, um über mindestens einen Tag, manchmal auch zwei Tage zu kommen. Aufgeladen wird, wenn man bereits ein Ladegerät besitzt. Dann kann es mit 20 Watt kabelgebunden aufgeladen werden oder mit bis zu 15 Watt kabellos. Das iPhone hat auch eine Kamera. Und noch eine. Und noch eine. Und noch eine. Und ein Blitz. Und einen LiDAR-Sensor für besseres AR. Und mit all dem Zeug kann man so einiges anfangen. Ein großer Kameratest des 12 Pro Max wird noch kommen, das würde hier den zeitlichen Rahmen einfach völlig sprengen, deswegen bleibt gern dran, wenn ihr den nicht verpassen wollt. Trotzdem blende ich euch hier jetzt erstmal ein paar erste Eindrücke der Kamera bei herrlicher Hintergrundmusik ein. Um die Leistung der Kamera ganz kurz zusammenzufassen, ja, sie ist sehr gut, aber meiner Meinung nach nicht viel besser als der Vorgänger. Mehr dazu später in meinem ausführlichen Kameratest. Ja, und was lernen wir nun aus dem Ganzen?
Das iPhone 12 Pro Max ist irgendwie weird. Man bekommt hier für 1249 Euro für die 128 GB Variante, beziehungsweise 1599 Euro für die 512 GB Variante. Ein wahres Schmuckstück, was so einiges auf dem Kasten hat, aber auch seine Abdrücke hinterlässt. Um ganz ehrlich zu sein, mir hat der Vorgänger besser gefallen. Es liegt besser in der Hand, kostet weniger, mit einer Kamera, die mir persönlich mehr Spaß gemacht hat. Das iPhone 12 Pro Max kommt mir eher wie der kleine Zwischenschritt zwischen dem 11er und 13er vor, der eigentlich hätte gar nicht sein müssen. Das soll es nun gewesen sein mit meinem allerersten Cinematic Review. Mir hat die Sache sehr viel Spaß gemacht zu drehen, dementsprechend wird davon auch noch deutlich mehr kommen. Wenn es euch auch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen, wenn es honoriert wird. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao. Bester Catwalk. Es tut mir leid. Ich habe heute kein Foto für dich. Ich hab das schlimmer mit. Ja, schmeckt das wirklich.